Let's Play Anno 1404 Venedig. Die Erschaffung einer neuen Welt. Fröhlich, munter und locker wie ein Joghurt geht's weiter hier bei Anno 1404 Venedig. Der Erschaffung einer ganz, ganz tollen neuen und vor allem natürlich friedlichen Welt. Denn wir wollen ja alle unsere Gegenspiele ausnocken und ja, das könnte noch ein bisschen teuer werden. Was ist denn hier los? Bitte untertänigst um eure Unterstützung. 25 Tonnen Datteln. Naja, können wir mal gucken, ob wir das irgendwie bereitstellen können. So, wir haben jetzt ein paar, die hier noch beschäftigt. Genau, wir diesmal noch fertig machen. Jetzt aber, Leute. Ja, es ist so, ich habe aufs mal geguckt, von wegen, ja, Ressourcen und so. Also sprich natürlich vor allem auch vom Geld her. Was brauche ich alles noch? Wie soll es am Schluss aussehen? Und seid ich habe da... verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Yep. Nun, habt ihr Gutes. Wir werden mit Freuden eure Dienste weiter. Danke. Sonst noch jemand gerade... ja, war ja klar. Sehr ja, ja, gut. War stehen geblieben? Genau, das ist hier Gebäude und so, alles noch fertig machen. Das wäre zwar möglich, nur hätten wir danach kein Geld mehr und natürlich die Bilanz würde noch weiter sinken. Deswegen machst du jetzt so. Ich werde jetzt wieder alles abreißen. Nachher neu bauen, weil ich muss sowieso das Ganze noch ein bisschen verschieben. Irgendwie, glaube ich, eins nach links und nach oben, damit es genau passt. Wie gesagt, bekommen wir auch ein bisschen Geld zurück und das könnte sowieso nie schaden, wa? So, machen wir den noch. Der kann jetzt aber eigentlich nicht kommen. Auch weg. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja hier, wie gesagt, die Vorlage. Jetzt ist der irgendwie so. Der muss jetzt mal gucken. Also, ich glaube, hier gehe ich rein, wa? Okay. Genau bis hierhin, doch, das funktioniert, das ist gut. Voller Mut sowieso, dann kommt der nach oben. Wie hatte ich das jetzt hier? Doch, der geht so, aber der muss glaube ich ein bisschen mehr nach oben, wa? Du. So, mal gucken, Eckgebäude. Zack, wenn das so ist. Doch, da muss der, wie gesagt. Blue und weg ist er. Wo war hier der Palast? So, schon besser. Etwas so. War das eins? Yep, das könnte passen. Jetzt kurz gucken, wo wir da weitermachen. Yep, das sieht gut aus. Dann machen wir jetzt den noch. Genau, den wollte ich ja. So. Ja, immerhin die Form, die stimmt mittlerweile. Gut, machen wir jetzt das noch. Jetzt die Wassen hier schon wieder. Soll es eigentlich auch zwei um die Ecke gehen? Oh, mein PC hören wir schon wieder. Alter Schwede. Naja, dauert nicht. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Wie lautet euer Befehl? Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Die Pest greift bei einem Mitspieler um sich. Bin gerade ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Wieso? Wo sind die? Wir stehen zur Verfügung. Ach so, das sieht gerade falsch aus. So, Alter, der hat gerade Helm, was ist denn jetzt los? So sind die da unterwegs, aber er hat natürlich Sinn. Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe ein bisschen verwirrt, weil die fahren nach unten und dachte, hey, wenn das mein Kunde fahren, müssen nach oben fahren. Aber ja, nee, geht alles Sinn. Ist ja alles in Ordnung, ist alles cool. Cool. Was ist mit denen? Also mein Handelsschiff, genau. Genau, der dauert Geld wieder. Ui, das ist sehr schön nach oben. Jetzt war ich hier stehen geblieben, genau. Ja, mein PC, genau, ist auch so. Aber auch schon angekündigt gehabt, da neuer Aspekt geschoben. Nicht weiter. Die Sache hat sich bereit. Ja, 3-Jahre-Special halt, dass da einen neuen PC zusammenstellen bin, noch bestellen bin und so für künftige PC, aber auch generell Let's Plays. Aber bis der halt kommt, das dauert wohl noch ein paar Tage und so, deswegen muss ich jetzt mal Arno hier noch auf dem alten PC fertig aufnehmen und dann. Künftige PC spielen und endlich auf dem neuen. Ja. So kann's kommen. Sag mal, irgendwer hat das Gefühl, ich bin trotzdem falsch. Kann das sein? Äh,
Sieht jetzt zwar gut aus, vier von hinten, aber da vorne stimmt's gar nicht. Moment mal, ich glaube, da habe ich, könnte das, glaube ich, sogar sein. Wenn ich jetzt den hier wegreiße. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. Guck mal, der schon wieder, ey. Eine sehr leichtfertige Antwort. Gemäß Vorlage müssen etwas so sein. Das heißt, die kommen alle noch ein bisschen näher daran. Wieso ich das mache, keine Ahnung, aber irgendwie sieht es hier auf dem Plan ganz cool aus. So, kommt das alles weg. Wieso was? Jetzt sehe ich's. Meine Fresse. Wenn ich das so mache, kann man hier noch durch und kann den so machen. Das war der Grund. Wenn ich ein bisschen mehr Platz habe, kommt das alles weg. Dann, wer hat denn sonst gemacht? Hab ich dann, glaube ich, hier irgendwo? Den so gemacht, ja, dann hier noch etwas. Baubereich blockiert, so, hier kommt ja die Statue hin. Dann kommt der wieder dahin, du. Ja, man kann gespannt sein, dass es wieder so klappt, wie ich es mir hoffe. Nö, natürlich nicht eins zu wenig. Nein, verdammt! Aber wieso ist... Das gibt's... Gibt's ja nicht. Wenn ich jetzt die wieder entferne, können sie nicht hinkommen langsam mal? Meine Fresse. Jetzt sind sie da oben noch. Ja, die Kunst liegt im Auge des Betrachters, ist reich, Leute. Ich weiß. Ist das immer das Gleiche? Jetzt stimmt's aber. So, kommt er nach hier hin, dann haben wir noch die orientalischen Verschönerungen. Ja, wo sind's denn jetzt? Ah, hier. Das Kamel. Was macht jetzt den Frisk noch? So. Genau, Wasser, dann kommt hier noch den Rest des Palastes hin, also sprich halt die ganzen Verzierungen etc. Der Wasserbrunnen noch und so fort, aber das macht er ja später, wenn hier alles dann endlich mal fertig ist. Und zwar natürlich dann kurz vor dem Sieg, weil, wie gesagt, wir da eigentlich noch zuerst die anderen Mitspieler ausschalten. Das hat die Priorität. So, sind oben also fertig fürs Erste. Kümmern wir uns jetzt also mal um unsere eigentliche Bevölkerung. Aufsteigen will keiner mehr. Shit happens. Die sind zwar dann gerade zufrieden. Sehr gut. Die sind auch repariert, die drei. Sehr schön. Die sind noch dabei. Bereit? Auch gut. Der Nadra ist auch hier. Wo sind denn meine großen Kriegsschiffe? Hä? Bin ich jetzt? Er hat doch hier oben... Okay, man sieht schon jetzt, dass ich ein bisschen eine Weile her, wo ich aufgenommen habe. Verdammt, wo sind denn die? Ja gut, aber sind ja die Eskorte. Die gehören natürlich schon dazu. Haben wir unser Vertrauen zu Recht in euch gelegt? Wir werden mit Freuden eure Dienste weiterhin in Anspruch nehmen. Ihr könntet euch hiermit um das Sultanat verdient machen. Ich bin begeistert. Oh. Was seid ihr nur für ein... Ja, wir haben geklärt, wo sie geblieben sind, aber wieso... Wer ist denn da... Ist da so viele? Wo ist mein Flaggschiff? Verstehe ich nicht. Ich bin momentan ein bisschen verwirrt. Aber gut. Dann ganz kurz herunter. Sind das meine Schiffe? Meine Schiffe? Nö. Ist mein Handelslotting nach unten? Das sind... Ja, ich hatte irgendwie noch so einen Gedanken. Ich
Aber trotzdem müssen wir noch überlegen, okay, genau, was war das hier noch? Das ist zwar schön und gut, was ich da gemacht habe, das Problem ist all hier, der ist nicht im Einflussbereich, ich muss ganz kurz den noch bauen. Oh ja, wieso nicht, so. Weil sonst kann ich da nichts bauen, du. So. Also soweit in Ordnung, wie es aussieht, mit Rosen müsste es eigentlich auch gut gehen. Aus welchem Grund habe ich im letzten Part das eingeladen? Ein klar, Ziegel aber zu wenig, sehe ich auch, aber und wieso Glas noch? Und aus irgendeinem Grund bin ich hier gegangen. Oder wollte ich da die noch bauen? Die Seitweberei noch eine dritte. Das wäre theoretisch wäre möglich. Mal gucken, wie sieht den Rest eigentlich aus, rohstoffmäßig. Gewürze sieht super aus, das sieht kacke aus, so als zwar nicht, wie hier gerade die Handelsbilanz ist. Okay, das ist der, das ist eigentlich auch kein Problem. Nö, sieht aber gut aus. Okay, sprich der Lieferweg plus die Abwicklung, das stimmt so alles. Hallo, Musik! Crazy, irgendwie gar nichts los hier. Ah, schon besser. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, das sieht zwar alles gut aus hier. Ein Rauch. Was macht denn der? Das war der gut. Kupfererz. Habe ich zwar genug, aber zu wenig Missing. Okay. Da habe ich hier ein paar Kupferschmelzen, das ist soweit auch in Ordnung. Wie sieht es eigentlich mit dem hier aus? Sieht auch gut aus. Da bauen wir einfach noch eine Kupferschmelze hin. Ja, wird sogar zwei. Du. So, ich habe so maximal einige, aber wir müssen eigentlich rein von der Menge her. Verhältnis, waren das jetzt schon wieder? Ach du Scheibenkleister. Und rein zwei, ist ja doch nicht so richtig. Wird von Korsaren überfallen. Ja, das ist so. Ja. Wie immer das Gleiche. Du. Zu viel, Mann, dann geht doch mal zu viel, Mann. Ja, Mensch. Wahrlich mein Verbündeter. Orientalische Handelsschiff. Ach du Scheinkleister. Ich bin begeistert. Jetzt haben wir noch eine größere Flotte, okay. Oh, wieso nicht, wa? Was haben wir jetzt eigentlich noch? Gut, der ist mir egal. Was gibt's denn hier für noch Gold, Ruhm? Brauch alles nicht mehr, nö. Wir haben allem. Bei Ruhm könntest du wieder mal Erfolge machen, wa? Errungenschaften. Hier habe ich ja alles bei ihm bereits. Orient. Die Handelslotte vergrößern. Naja, ist das wieder nötig? Die Wassermenge? Erfolgswahrscheinlichkeit von Tributen. Habe ich hier noch etwas Praktisches? Agentenausbildung. Wieso nicht, wa? Kann man immer gut gebrauchen. Gegenspionage. Hausversuchungen. Da sage ich auch nicht nein. So einer fehlt hier noch. Schutz des Dogen. Hafen der Türme verbessern. Das klingt doch mal sehr gut. Was ist ein mögliches Part? Was ist denn in den Städten? Ja, nichts Neues. Okay, Mann. Wenn ich schon mal dabei bin. Könnte ich doch auch theoretisch noch ein bisschen Geld abzwacken. Schön, dass ihr da seid. Es spricht für euch, dass ihr eurem Kaiser unauf... Ich denke, wir sprechen dieselbe Sprache. Eure Gabe ehrt euch. Ich denke, wir sprechen dieselbe Sprache. Das ist sowieso. Es spricht für euch, dass ihr eurem Kaiser unaufgefordert Tribut zollt. Jetzt haben wir noch 69, nehmen wir gerade sehr viel. Aber egal.
Das war nice. So, jetzt bin ich noch hier. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also das ist... Automatische Speichern. Ja, wie liebe ich dich so sehr. Spiel gespeichert. Brillen haben wir auch noch. Okay, und Quarz müssen wir auch noch haben. War Quarz? 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 Quarz. Gut, der Messing, der kommt ja nach. Bin ich jetzt dran mit 2,9? Gut. Der soll ja runtergehen, das ist okay so. Dann haben wir hier das Gold noch. Ja, die Frage ist einfach, ob das wirklich rentabel ist, wenn ich einen dritten noch hinbaue. Theoretisch brauche ich auch hier noch einen dritten, aber das wird von mir sowieso nicht aufgehen. Da habe ich sonst noch irgendwo eine Goldzufuhr. Da wäre ich, glaube ich, sowieso mal jetzt ein Part noch dran, oder? Irgendwie so überlegen, ja, Goldzufuhr und so. 1, 2, 3. Genau, leider zweimal nach. War in Schafsbrück und der auf der Feind zweiten Hauptinsel. Das dulde ich nicht. Oh oh. Bereit? Ihr könntet euch hiermit um das Sultanat verdient machen. Was? Oh, zu viel ausgewählt? Nein! Na, verdammt. Ja, ist gut. Wir können es mal angucken. Vielleicht machen wir es vielleicht auch nicht. Nichts kann uns standhalten. So, ihr müsst mal los und zwei Jungen müssen aushelfen, sonst sieht es essig aus und da habe ich gar keinen Bock drauf. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Dann holen die ab. Ja, mit ab, die Schweine. Das gibt es doch nicht. Ja, wo stehen geblieben? Genau. Die Goldzufuhr, also der eine holt hier immer ein bisschen Kupfer ab. Weil ich ja auch Kupfer habe. Aber ich dachte, hier oben noch Gold. Hab ich sogar noch. Also theoretisch kann ich eine dritte jeweils hinbauen. Und eine Goldmine. Gut, wir müssen ein bisschen erweitern, aber es wird schon gehen. Dann kann ich den erweitern und sagen, so ein 2 hier hoch noch. Keine Waren mehr hier. Naja, egal. Yep, könnte klappen. Okay, mal gucken. Ah, wir sind jetzt schon wieder. Schimmelsberg, danke schön. Duli duli da la 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 buli du. Gut. Wo war ich jetzt? Ah, hier genau. Zaghofen. Und Kupfer mitnehmen und dann hier runter nach Kummerbach und alles ausladen. Nicht Kaltenbach, sondern Kumbach, genau. Also erstmal zweimal davon. Und einmal Gold. So, der ist also dran. Ja, Perlenknüpferei ist mir egal. Ich hab genug Kohle. So, jetzt also das dritte jeweils, sprich die dritte Goldschmelze. Und den zum dritten Mal, gut. Wobei, wieso mache ich es so kompliziert? Also Umstände vor allem. So, hoffen wir, das reicht für die Zukunft. Weil hier will ich eigentlich, wenn ehrlich sein soll, nicht mehr viel machen. Also da soll eigentlich soweit fertig sein. Was ist denn hier los? Also zu viel, ja. Das ist ein anderes Problem. Kann ich jetzt nochmal pausieren? Zack. Hier vielleicht noch, wa? So, hier oben fehlt mir noch was für das Gold. So, was genau fehlt mir denn hier? Hallo, ist er hier? Okay, Ziegel. Aber hier unten noch Ziegel. Yep. Dann mach ich so. Ach, mein Lieblings-Pegasus. So ein schönes Tier, so ein schönes Schiff, alle bereits tot, war okay. Geht ihr mal hier hin. Zuck, der haben wir auch noch. Die Kriegsschiffe, Alter, meine Flotte, ganz ehrlich, das ist nicht normal. Das eine ist einfach nicht mehr normal. In ihr Hoheitsgebiet vor. Wisst ihr was? Das ist doch mal ein guter Zeitpunkt zum Testen, wie schnell die jetzt eigentlich wirklich sind.
Also da oben müssen wir wieder hier oben Feuerwehrhäuser und so hinbauen. Oh, da geht's sogar. Falls was ist, einfach löschen. So, Seemannshäuschen auch noch. Wunderbar. Problem gelöst, falls was passiert. Sehr gut. So, wie gesagt, die Flotte hier. Kann noch ein paar? Nö. Okay, da mal gucken. Jetzt haben wir ja so vier. Kann ich die irgendwie aufteilen? Geht nicht, wa? Die Funktion besitzt das Spiel noch nicht. Schade eigentlich. Mal gucken, sind das Handelsschiffe? Ja, sieht so aus. Das sind also Handelsschiffe. Und da sind meine Kriegsschiffe. Teilweise abgegradet, teilweise auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Nicht mehr jetzt im Schlussspurt. Du. So, haben wir da also 8 Stück. Fast ein bisschen wenig, wa? 95 von 77 ist klar. Okay, 2 kommen hier nachher noch, aber trotzdem. Ich hab, glaube ich, mein Schiffchen hier ein bisschen so viel Support, war oder nicht? Was macht denn der hier? That's a good question. Und deshalb hat man ganz kurz nochmal hier hin zum Gucken. Okay, hier sieht soweit gut aus. Da ist immer Scheibenkleister, aber naja. Gewürz ist auch gut, Indigo, naja, gut ist was anderes, aber es reicht. Der Rest ist so weit, alter Schwede, das Brot, das ist ja zum Heulen, aber es geht auch nicht mehr besser hin, weil wir müssen, ja, wobei, na ja, Weizen, Mehl, ist auch im Abgang. Gut, wir rein, kommen nach vor gleich, ja, das beruht das Problem. Sprich, es könnte wirklich sein, dass er noch ein bisschen aushelfen muss. Weil Mehl braucht er gar nicht auf Vorrat, wa? Brot schon, aber Mehl ja nicht, weil der Mehl braucht nur zur Weiterverarbeitung zum Brot. Und dass er dann einen Vorrat hätte, wie gesagt, eigentlich unnötig. So, der kommt auch von da oben. Wir machen 2, also weil es länger Fahrt ist, wa? Nö, war's nicht. Du gehst auch mal hier runter, zack. Ich brauche eine große Flotte. Wow. Okay, wir haben definitiv ein Weizenproblem, wie es aussieht. Aber wieso? Es war ein Sturm oder so etwas? Hm. Sieht hier eigentlich soweit gut aus, wa? Tja, ich habe auch eine gefräßige Bevölkerung. Ja, ihr seht ja, ist alles voller Weizen hier, ich kann noch was bauen. Was sowieso Holz? Hm. Ne, wisst was, Leute, ganz ehrlich, also das, was ich jetzt habe, es reicht sowieso noch dick aus für nächsten paar. Ich würde sogar sagen, Spielstunden, wa? Wir müssen eigentlich reichen. Und deswegen würde ich mal sagen, nächsten paar gehen wir endgültig das Ziel an. Angriff auf Lucius, sprich ich werde dann meiner Seeflotte ihn komplett umringen. Und dann mit der Truppe da sein Land übernehmen, einfallen und so weiter und so fort und ein bisschen Spaß haben. Genau, die hier auch. Das sind ja meine Kriegsschiffchen, die kommen dann mal hier hin. Die Pest ist bei ihrem Nachbarn vorüber. Also das war eine schlechte Idee, Kumpel. Ich habe noch nie ein Schiff so schnell verschwinden sehen. So, Pace vorbei und so, genau so machen. Genau, das hier mal noch etwas. Verdammt. Du, la 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 la. Warte mal ganz kurz. Wo haben wir die Steine? Hier. Bei 20 wollen wir es eigentlich reichen. So, gehen wir kurz rüber. War noch ganz kurz das hier oben und dann war es bereits wieder für heute hier bei Anno1404 Venedig. Ja, soweit läuft es wirklich alles. Kann nicht meckern. Meine Truppen sind auch überall versammelt. Das ist gut, das ist schön.
ohne meinen Kapitän. Duli duli. So, bist du jetzt da? Ja, bist du da. Schiffe wird von Korsaren überfallen. Was du nicht sagst. Das spielt doch keine Rolle. Mein Schiff ist eh viel zu schnell. Okay, die Frage, kommt überhaupt dahin? Nö. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Aber das lässt sich zum Glück leicht ändern. Gut. Hätten wir das bereit. Sehr gut, wir haben eine Goldproduktion, das müsste eigentlich soweit reichen. Da würde ich eigentlich soweit nichts machen, könnte zwar hier noch. Habe ich schon drei. Brauche ich nicht noch mehr. Du, 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 du. Tja Leute, würde ich echt mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Anno 1404. Angriff auf Lucius, Venedig. Kann lustig werden, vor allem die ganzen Handelsschiffe, vier Stück, drei Kriegsschiffe, aber diese ganze okzidentalische Flotte, hey. Die wird Lucius richtig schön in allerwertesten treten. Genau, er hat es auch verdient. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen. Ah, ganz kurz ein gutes Abschlussbild. Oh, doch, könnte gehen, wa? Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.